So, Dortmund könnte hier auch fixieren. 4 Punkte haben sie. Überseitig. Ich glaube, ich brauche einen Strichen. Die wollen dann mal Punkte. Ich habe gar nicht gewusst, dass die noch eine bessere Tordifferenz haben als. Ja, das ist jetzt der dritte Spiel. Kann sich ändern. So, heute darf er mal eher von Beginn an ran. Ja, leichter wird es nicht für Celtic. Der eine Verein ist fulminant wiedergekehrt, der andere kämpft darum, dass er nicht wieder in der Versenkung verschwindet. Man hat schon analysiert, woran es liegt. Nach vorne hin ist es ja nichts ganz so übel von den Ideen her. So der Pass war es. So, Mann. Oh. Oh. An ihm liegt es, glaube ich, auch nicht an Ayer. Top-Verteidiger eigentlich. Jetzt habe ich nur gehofft, dass er nicht abpfeift. Vorteil. War das nicht überhaupt das erste Tor, was sie geschossen haben? Nein. Den Moment haben sie getroffen. Aber es ist das erste Tor von Hlavezzi. Ja, er ist ja schon dabei, seit Celtic abgestiegen ist, hat mit ihnen in der Unterliga gespielt, ist wieder mit ihnen aufgestiegen. Genauso Götze. Sancho. Oh. Ja, eigentlich ein ziemlich verändertes Celtic der Welt. Oh, ich sag nichts mehr. Legst du nieder. Du brichst nieder.
Alter. Boah, schön von den Chan. Weitergeleitet auf Soleimani. Ja, das an Haaland war hart an der Grenze. Okay, nicht so weit. Goal ist gut heute. Hat nicht immer geglänzt. Oh. Oh, super Pass, wirklich. Was? Oh. Bin ich nicht rausgelaufen. Ich habe mir gedacht, das habe ich so jetzt nicht gesehen in der Zeitlupe, ist klar. Aber ich dachte, dass das... Oh, Alter. Ja, den los heute von Dortmund dabei. Dann von Celtic bis jetzt das beste Spiel, sag ich mal. Nein. Und dann kriegt man sowas Billiges. Haaland. Ja, da hat sich der Gute gewählt. Bin auch da. Das tut aber natürlich wie so ein Tor. Nein. Alter. Nein. Okay. Oder weniger stark. Jetzt hast du dich echt verletzt, oder krank geworden. Fern und Wirkung. Geil. Oder Flanke verletzt. Ah, herrlich. Ja, aber das beste Halbzeitergebnis bis jetzt für Celtic. Eigentlich das beste Spiel bis jetzt. Nur noch ist nicht aus. Danke. Soleimani hätte ja schon die Führung am Fuß gehabt, ne? Hätte war ich Daddy. Hätte war ich, wenn ich hätte, ja. Stimmt. So. Alcacer wird kommen. Zu dem Verletzten.
Was machen wir da? Dabei sind wir mal ideenlos, deswegen machen wir mal nichts. Von hinten war das, Alter. Eigentlich hätte das rot sein müssen. Ich glaube, da hat das eher das davor gegeben. Ist das Ranutschen. Ich glaube, den Vorteil nur abfischen. Aber jetzt ein sehr guter Konter mal. Oh, das war ja nichts Forest. Forest. Das war jetzt Ballglück. Das war jetzt beides, das muss ich ehrlich zugeben. So, dann wird es den letzten Wechsel auch geben. Ösi Power. Hier macht man einen Zweiwechsel. Ja, hier ein bisschen Glück. Ja, gehört dazu. Forest. Was ist jetzt hier los? Schießen Sie sich vielleicht hier aus der Krise. Can the owner of the red hatchback block the emergency exit? Please return to your vehicle immediately. Thank you.
zu viel. Ja, 17 Minuten noch. Oh. Oh. Herzog. Erster Treffer. Geht da jetzt noch was? Ein paar Minuten haben wir noch. Natürlich, man muss sagen, Celtic hat jetzt sich das schon verdient irgendwie. Aber der Punkt wird drinnen sein, das glaube ich, ist auf jeden Fall fix. Jetzt ist nur die Frage, werden sie die 3 Punkte und... Ja, und Celtic lässt viel, viel Hoffnung wieder darauf ruhen. Ja, und vor allem der Torwart war heute wie ausgewechselt, muss man sagen. In der ersten Halbzeit hat er viel gehalten. Aber er hat auch nicht so viel zu tun gehabt, muss man sagen. Vor allem mit den Waldschüssen und so dabei. Ja, die Situation hat er auch gehalten. Aber das erste hat zum Beispiel ihm gehört, ganz klar. Das ist so ein Glück, dass der daneben schießt. Boom. Yes! 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 Somit glaube ich, wage ich zu behaupten, sie sind in der 6. CL mit dabei. Weil bis jetzt hat es immer welche gegeben, die nur einen oder keinen Punkt gehabt haben. Ja, Gratulation an Celtic, die eben da jetzt natürlich den anderen Mannschaften, die 0 Punkte haben, einen kleinen Stempel, eine kleine rote Laterne hingeschoben haben. Puh.